Willkommen in Halifax an der Südostküste Kanadas. Ich darf heute hier in dieser wunderschönen Szenerie den neuen VW T6.1 California fahren. Und was Neues am neuen Cali, das schauen wir uns jetzt an. Auf den ersten Blick hat sich nicht viel getan. Das Blechkleid des neuen California wurde jedoch vorsichtig nachgeschärft und wirkt nun moderner. Hinzu kommen, zumindest optional, Voll-LED-Scheinwerfer und Rückleuchten in LED-Technologie. Das Interieur hier ist deutlich moderner geworden und so gibt es jetzt zum Beispiel optional ein voll digitales Cockpit fürs Fahrzeug. Das ist übrigens das gleiche Display, das wir auch aus dem Passat kennen. Darüber hinaus gibt es Infotainment-Systeme, 6,5 Zoll im Standard der Bildschirm bis hoch zu 9,2 Zoll. Und selbstverständlich kann ich hier im Fahrzeug auch Live-Daten nutzen und ich kann natürlich per Apple CarPlay oder Android Auto mein mobiles Endgerät mit dem Auto verbinden. So, ich habe es mir jetzt mal hier in meinem California bequem gemacht, denn wir haben gerade draußen nicht so das beste Wetter und deswegen denke ich mir, können wir noch mal über das Interieur sprechen. Hier ist nämlich ein bisschen was passiert. VW hat tatsächlich mal so auf die Kunden gehört und hat ein paar Sachen tatsächlich wirklich besser gemacht. Eine wichtige Sache, die neu ist, ist oben, für alle, die oben schlafen, die Matratze liegt nicht mehr wie vorher auf einem Lattenrost, sondern auf der gleichen Unterkonstruktion wie auch im Grand California. Das sind so eine Art Lamellen und dadurch ist das Schlafen oben deutlich bequemer geworden. Also die Leute, die oben schlafen, haben jetzt tatsächlich was dazu gekriegt, was wirklich schön ist. Wir finden natürlich im Auto nach wie vor hier unten das Bett, das kombiniert ist als Sitzbank bzw. umklappbar ist. Wir haben nach wie vor wie hier die Gasplatten drin, wir haben die Spüle drin und wir haben natürlich auch den Kühlschrank. Das sind aber Sachen, die sind nicht neu. Was wiederum neu ist, das sind die Verschlüsse hier an den Türen. Denn früher hatten wir diese Schiebetüren, die so ein bisschen an Rollo erinnert haben. Jetzt gibt es hier richtige Klappen und echte, harte Schiebetüren, die einfach viel besser schließen. Da kann man sich die Finger nicht mehr klemmen und die klappern auch nicht mehr. Hier drin ist es wirklich deutlich ruhiger und leiser geworden. Genauso gibt es immer noch natürlich den großen Tisch in der Schiebetür und hier einen Aufklapptisch, sodass man im Fahrzeug auch bequem sitzen kann. Oder draußen eben an den Stühlen, die nach wie vor hinten in der Kofferraumklappe verbaut sind. Und eine Sache, die VW komplett neu überarbeitet hat, ist die zentrale Bedieneinheit zwischen Fahrer- und Beifahrersitz im Dachhimmel. Denn da gibt es jetzt ein großes Touchscreen, über das quasi das ganze Fahrzeug konfiguriert werden kann. Da kann ich die Standheizung einstellen, Kühlschrank an- und ausmachen, das Aufstelldach hoch und runter fahren. All diese Dinge in einer Einheit mit dem Touchscreen zu bedienen, richtig gut, richtig klasse. Und so kann man sich den California eben genau so einrichten, wie man ihn haben will, um beim Camping wirklich Spaß zu haben. In der Ausstattungslinie Beach verfügt der California über eine sogenannte Mini-Küche anstelle der gewohnten Küchenzeile. Für alle die, die möglichst viel Raum zum Schlafen wünschen, ist diese klappbare Lösung sicher die bessere Wahl. Zu den großen Neuheiten beim T6.1 und somit auch beim T6.1 California gehört ganz klar die neue elektromechanische Lenkung, denn mit dieser neuen Lenkung ziehen hier ins Fahrzeug neue Assistenzsysteme ein und so gibt es jetzt hier zum Beispiel serienmäßig bereits einen Seitenwindassistent und es gibt ganz wichtig, zwar optional, einen Lane Assist, also einen Spurhalteassistenten, der aktiv funktioniert, so wie wir das aus den PKWs kennen. Und das ist natürlich ein großes Komfortplus, wenngleich, wie gesagt, Teil der Sonderausstattung. Der neue Bulli, der ist sogar so modern geworden, dass es vielleicht ein Hauch zu viel ist. Denn hier im Auto finde ich zumindest hier vorne nur USB-C-Schnittstellen. Und das heißt für alle von uns, die noch die normalen USB-A nutzen, die haben hier leider verloren bzw. müssen auf einen Adapter zurückgreifen. Für den neuen California stehen ausschließlich 2 Liter Turbodieseltriebwerke zur Verfügung. Sie leisten zwischen 110 bis zu 199 PS. Geschaltet wird entweder manuell mit 5 oder 6 Gängen oder über das 7-stufige Doppelkupplungsgetriebe. Ab der 150 PS Variante ist der neue California übrigens auf Wunsch auch mit dem Allradantrieb 4Motion lieferbar. Mein Testwagen hat die Top-Motorisierung des Californias an Bord und das ist ein Vierzylinder 2 Liter Turbodiesel, der liefert hier 146 kW bzw. 199 PS und 450 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und es ist hier gekoppelt mit dem 7-stufigen DSG-Getriebe und 4Motion, also Allrad. Und dieses Paket, das funktioniert einfach sehr gut zusammen. Der Wagen hat mehr als genug Leistung, das Getriebe schaltet völlig unauffällig und durch den Allrad habe ich eben den Vorteil, wenn es mal ein bisschen rutschiger ist oder wenn ich zum Beispiel im Gelände oder auf, sag mal, Pisten abseits der normalen Straße unterwegs bin, habe ich immer genug Traktion, dass ich vorwärts komme. Macht einfach nur Spaß und ja, liefert einen hier beim Fahren einfach ein gutes und immer sicheres Gefühl.
Einen 110 PS starken, handgeschalteten California T6.1 in der Ausstattungslinie Beach Camper gibt es ab knapp unter 49.000 Euro. Der Mercedes-Camper Marco Polo ist mit einem 102 PS starken Diesel in der Ausstattung Activity bereits ab rund 43.500 Euro erhältlich. Hier muss man jedoch in der Basis unter anderem auf die Kochgelegenheit verzichten. Ich habe noch keine offiziellen Angaben finden können zum Verbrauch des Fahrzeugs hier, aber während meiner Testfahrt habe ich hier so zwischen 7,8 bis 8 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht. Und ich finde, für so ein großes Auto mit über 2,5 Tonnen und einer Form wie ein Kühlschrank ist das ein sehr ordentlicher Wert. Das war meine Probefahrt im neuen VW T6.1 California und das hier im wunderschönen Kanada. Was mir am Auto richtig gut gefällt, ist, VW hat jetzt mit der elektromechanischen Lenkung neue Assistenzsysteme im Wagen, die den Wagen einfach moderner machen. Dazu kommt noch optional das digitale Cockpit, neues Infotainment und ganz wichtig natürlich auch im Exterior ist ein bisschen was passiert. Der Wagen wirkt noch mal ein bisschen frischer. Was mir aber sehr gut gefällt, ist, dass man tatsächlich auf die Kunden gehört hat und hat jetzt zum Beispiel bei den Schränken nicht mehr diese Schiebetüren, die immer mal wieder geklemmt haben, sondern hat vernünftige Schränke eingebaut. Da klappert nichts, da funktioniert alles genauso, wie es funktionieren soll. Und so kann man Glamping tatsächlich genießen.